Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen hier bei Levis Card 12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Ja, nachdem ich den zweiten Teil ja schon vor einigen Wochen ausgepackt habe, bekommt jetzt der erste Teil sein Unboxing. Bad Boys, what you gonna do, wenn die harten Jungs kommen zu dir? Martin Lawrence und Will Ferrell. Was? Will Ferrell? Nein, Will Smith spielen hier die Hauptrollen. Wie komme ich auf Will Ferrell? Okay, die beiden Jungs machen wieder die Stadt unsicher und veranstalten jede Menge Chaos, die Cops aus Miami. Dann schauen wir uns mal die Rückseite an. Coole Jungs im Actionfeuer, geklaut, von der Polizei konfisziert, reines Heroin, wert 100 Millionen Dollar. Auftrag, die beiden Polizistinnen Burnett und Laurie müssen die Beute wieder beschaffen. Und das innerhalb von 72 Stunden. Ansonsten wird ihr Department dicht gemacht. Die einzigen Zeugen des Überfalls hat Angst, taucht zunächst unter, vertraut sich dann aber doch Laurie an. Bald stoßen sie auf gigantische Korruption und einen kaltblütigen Hintermann. Halsbrecherisches Tempo, schlagfertiger Witz, aufwendige Stunts, furiose Finale, den Fuß immer auf dem Gaspedal, hochexplosiv. Ja, Bonus haben wir hier drauf, Regie, Kommentar, Putting the Boom and the Bang in Bad Boys Dokumentation, Damage Control, Musikvideos, da gibt es 3 Stück. Künstlerprofile, Schauspieler und Regisseur, Kinotrailer, Fotogalerie, Soundtrack und das Ganze kommt auf Blu-ray und DVD. 16:9 Bildformat, High Definition, 1920x1080p, Deutsch, Englisch und Französisch sind die Sprachen in 5.1. Untertitel haben wir Deutsch, Englisch, Arabisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Hindi, Holländisch, Norwegisch, Schwedisch und Türkisch. Bonus, das Ganze ist nur in Englisch anschaubar mit Untertiteln. Ja, der Film ist von 1995 und wurde 2010 auf Blu-ray veröffentlicht. Es gibt auch eine Box mit allen beiden Teilen in einer Box drin oder halt einzeln, aber für Leute 5,55 € dachte ich mir, nimmst du das mal mit und machst du deine Action Collection komplett, beziehungsweise erweiterst du deine Collection. Ich bin ja normalerweise ein Comedy- und Animationsfan, aber ab und zu mal Action muss auch mal sein, Freunde. Natürlich auch andere Genres, also nicht, dass ihr denkt, ich schaue mir nur Comedy und Animation an, aber das ist so das Haupt Merkmal, Freunde, bei mir in meiner Sammlung. Ich schaue auch gern Horror manchmal und Action und so weiter. So. Zack. So, das Ganze sieht doch viel schöner aus ohne Sticker. Also ich mag beide Schauspieler, Will Smith durch seine Serie Prince von Bel-Air. Und Martin Lawrence natürlich durch seine diversen schönen 90er-Komödien. Angefangen mit Der Diamantenkopf und so weiter. So, das Ganze sieht von innen so aus. Grün designt, schönes Palmengrün. Wunderbar. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, kommentiert und Daumen gibt. Ich sage bis demnächst. Bye bye.